So, einen schönen guten was auch immer. Ich habe im Bitforum ein Tauschgeschäft gemacht mit der Claudia PSX und mit einem kleinen Obolus Draufzahlung habe ich folgendes bekommen, und zwar einmal World's Scariest Police Chases für die PlayStation 1. Ich habe das schon mal gespielt, schon sehr lange her, aus der Videothek damals ausgeliehen, wie man es halt, ich glaube, jeder so mal mitgemacht hat. Und meines Wissens nach war das ein ganz witziges Spiel. Also muss ich nochmal probieren, aber ich glaube, da habe ich keinen Fehler gemacht. Dann habe ich noch bekommen Wing Commander 3, Heart of the Tiger. Auch komplett und eigentlich auch in einem, muss ich echt sagen, sehr, sehr schönen Zustand. Bis halt auf, ja, aber das ist... ja, Hülle abhängig, diese Brüche und ja, schrecklich diese Hülle. Aber sehen halt auch verdammt gut im Regal aus, muss ich sagen. Dann habe ich noch bekommen Biohazard Code Veronica, die japanische Version von Resident Evil. In einem echt geleckten Zustand. Also ich glaube, das wurde nie benutzt. Vermutlich, wer weiß es so genau, aber es sieht wirklich, wirklich sehr schön aus. Und dann zum krönenden Abschluss hat sie mir noch gesagt, leider hat sie hat das Spiel Alandra, aber leider nur Anleitung und CD. Da ich ja manchmal etwas gewiefter bin, habe mir gedacht, komm, das passt, das nehme ich, weil ich, wenn ich sowas brauche, dann bastle ich mir halt mein Zeug selber. Und somit habe ich mir selber die OVP zusammengebastelt, also das Cover und das Backcover. Und somit hat ein Spiel, was keine Hülle mehr hatte, ein neues Zuhause. Ich möchte mich in diesem Sinne noch bei Claudia PSX bedanken. Es war ein netter Tausch, sehr unkompliziert, und ich hoffe, wir können gerne mal wieder irgendein Tauschgeschäft machen. Schönen Tag noch.